Moin, ihr Landratten hier beim Explorer-Kanal. Ich will heute mal die Gelegenheit nutzen, euch ein bisschen in die Welt des Paddelns zu entführen. Und wo kann man das besser als zum Beispiel hier in den finnischen Schären? Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn man in die richtigen Länder fährt, so ein Boot genau die richtige Ergänzung sein kann. Und diese Situation, wie sie hier ist, die ist ein gutes Beispiel. Da draußen wartet eine ganz tolle Landschaft, Land eigentlich eher weniger, eine gute Meerlandschaft, eine Seenlandschaft. Aber mit dem Auto komme ich da gar nicht hin, denn das steht hier auf dem Parkplatz. Es ist auch alles recht gut bewohnt hier. Also ich komme auch mit dem Auto gar nicht so nah ran, dass ich wenigstens den Blick genießen kann. Und an dieser Stelle sind Boote einfach unschlagbar. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein Boot mitzunehmen in ein Fahrzeug. Und da gebe ich euch heute mal einen kleinen Überblick, was da möglich ist und wo die Vor- und Nachteile sind. Fangen wir mal bei den ganz grundlegenden Fragen an. Wie kann ich denn überhaupt ein Boot transportieren? Ich möchte hier nicht auf Schlauchboote eingehen, also keine motorisierten Boote eingehen, sondern wirklich das, was ich mit meinen eigenen Kräften bewegen kann. Sprich, wir sind bei Kanus und Kajaks. Ein offener Kanadier, wie man den kennt, wenn man damit über einen Fluss paddelt, das ist zum Beispiel die eine Version. Diese Boote sind vergleichsweise groß und voluminös und haben den großen Vorteil, dass ich da auch die ganze Familie mit einladen kann. Ich brauche also in der Regel nur ein Boot. Wenn ich alleine damit paddel, dann wird das problematisch. Man muss schon ein geübter Kanute sein, um Kanadier alleine vorwärts zu paddeln. Und sie sind auch bei schlechtem Wetter und so bei offenem Gewässer, auf Meeresarmen zum Beispiel, im Nachteil, weil sie eben offen sind, voll Wasser schlagen können und dann eben auch kentern können und alles wird nass. Und ich kann also nicht ganz so sicher damit auf offenen Gewässern unterwegs sein, wie ich das zum Beispiel mit einem geschlossenen Boot bin. Dann ist ein zweiter Punkt bei den Kanadiern, dass sie vergleichsweise groß und schwer sind. Und das ist natürlich ein Thema bei der Transportfrage, denn ich muss so ein Boot ja auch irgendwo aufs Fahrzeug bekommen. Und da sind diese Boote auch im Nachteil. Ich brauche also eigentlich in der Regel schon einen LKW und auch eine Verlademöglichkeit, eine Rolle zum Beispiel am Heck, um das Boot aufs Dach zu bekommen. Der Gegenentwurf davon sind natürlich aufblasbare Boote, Schlauchboote, Schlauchkajaks oder zum Beispiel auch die jetzt in den letzten Jahren total im Trend gewesenen Stand-Up-Paddling-Boards, die SUPs. Die haben natürlich ein extrem geringes Packmaß. Sie passen meistens in einen Rucksack, der etwa so groß ist. Und damit kann ich sie sogar noch im Bulli irgendwo mitnehmen. Das ist super, denn ich habe schon mal was dabei. Da kann ich hier zum Beispiel schon mal so ein Stündchen mir die Schere ein bisschen angucken, aber das ist auch nichts für offene Gewässer und auch nichts für längere Strecken. Aber einen ganz entscheidenden Nachteil haben aufblasbare Kajaks zum Beispiel. Diese Luftboote, die schwimmen einfach nur auf der Wasseroberfläche, denn sie können gar keinen Tiefgang generieren und damit vertreiben sie sehr stark mit dem Wind und sind auch nicht besonders spurstabil. Das muss man bedenken. Und deshalb sitze ich auf so einem Luftboot auch immer auf dem Boot und nicht wirklich in dem Boot. Es gibt zwar verschiedene Konstruktionen. Der Luftbootmarkt ist in den letzten Jahren sehr stark explodiert. Es gibt viele verschiedene Konstruktionen, die auch so ein bisschen so eine Art Rumpfform ausbilden. Aber man darf nicht vergessen, ich sitze wirklich immer auf der Wasseroberfläche. Und das ist nachher für die Paddeleigenschaften von Nachteil. Großer Vorteil dieser Schlauchboote ist natürlich, dass sie sehr preisgünstig sind und mit der ganzen Technik, die durch die Stand-Up-Paddling-Boards entwickelt worden ist, gibt es auch immer ausgefeiltere Konstruktionen, die auch sehr steif sind. In den früheren Jahren war es so, dass diese Luftboote auch immer sehr wabbelig waren und alles, was weich und flexibel ist, das schluckt viel Energie beim Paddeln, deshalb kommt man da auch nicht wirklich weit mit. Das hat sich in den letzten Jahren doch schon stark verändert. Zum Positiven. Vom
rein Schlauchboot geht der Weg aktuell beinahe nahtlos über zu den Faltbootkonstruktionen. Das klassische Faltboot, das wirklich klassische Klepper-Faltboot, hat ja ein Holzgerippe, was dann mit einer Stoffhaut bespannt ist. Auch das hat ein vergleichsweise geringes Packmaß. Da orientiert sich das im Prinzip an den längsten Teilen des Spantgerüstes, wie sich das nennt. Aber da hat sich auch in den letzten Jahren viel getan. Es gibt mittlerweile sogenannte Hybridboote, die zum Teil aufgeblasen werden, zum Teil mit Stangenkonstruktion ausgebaut werden. Und da fängt die Sache an, spannend zu werden für all diejenigen, die Interesse haben, mit so einem Boot auch nicht nur die nächste Ankerbucht zu erkundigen, die man da vielleicht um die Ecke sehen würde, und den nächsten Strand zu entdecken, wo vielleicht nicht so viele Leute sind wie da, wo man eben mit dem Auto hinkommt. Denn mit diesen Konstruktionen, die dann auch schon ein bisschen eine Rumpfstruktur haben und damit auch ein sogenanntes Unterwasserschiff, da kann man wirklich auch schon tolle Touren mit paddeln und durchaus auch eine Tagestour mit einplanen. Ich nutze so ein Boot zum Beispiel auf meinen Reisen in Südamerika. Das ist ein Zweierkajak von Nautic, der ein Alu-Spantgerüst hat und außenrum zwei aufblasbare Schläuche, die dann nochmal für zusätzliche Spannung im System sorgen, dass das Boot auch wirklich steifer wird. Ich kann das Boot auch als offenen Kanadier benutzen, denn das Deck ist im Prinzip nur aufgeklettet in der Mitte, nur an den äußersten Bereichen ist es geschlossen. Das ist also ein bisschen multifunktionaler, das heißt, ich kann auch mal einen zweiten mitnehmen und einen Hund noch dazu und ein bisschen Fotoausrüstung. Das funktioniert je nach Reiseziel. Wenn ich eher in anspruchsvolleren Gewässern unterwegs bin, dann wird es geschlossen und dann zieht man die Spritzdecke über. Und wenn man nur auf einem See eine Tagestour macht, dann kann man auch mit dem offenen Kanadier paddeln. Also das ist schon eine spannende Lösung, die auch in kleinere Fahrzeuge passt. Man braucht aber etwa eine halbe Stunde Aufbauzeit, um das Boot seeklar zu haben. Das ist noch eins der schnelleren Lösungen bei Faltbooten. Also diese Konstruktion, je ausgefeilter sie werden, umso besser lassen sie sich am Ende paddeln. Aber umso länger brauche ich auch, sie aufzubauen. Ein Gegenentwurf ist zum Beispiel das sogenannte Scooby. Das besteht fast ausschließlich aus Aufblaselementen und hat nur unten am Kiel ein paar Aussteifungen aus Alu. Diese Aufbauzeit, die ist aber das Hauptargument jetzt bei diesen Booten, wenn ich denn Platz habe, mehr Boot mitzunehmen. Wenn ich natürlich nur in einem kleinen Fahrzeug unterwegs bin, wo das Packmaß begrenzt ist, da ist eben dieser Sack, also mein Boot zum Beispiel, das hat einen Packsack, der ist etwa so groß, da funktioniert das noch gut. Aber wenn ich mehr Platz habe auf dem Dach und ein festes Boot mitnehmen kann, dann wird die Sache spannend, denn dann kann ich viel schneller auch mal sagen, ach Mensch, ich habe noch am Stellplatz ein paar Minuten, bevor die Sonne untergeht, und nehme das Boot mit raus. Und damit sinkt die Hemmschwelle im Prinzip, es auch zu nutzen. Hier habe ich zum Beispiel jetzt auf meiner Finnlandreise ein festes Boot von Lettmann dabei. Das ist so leicht, das habe ich in 5 Minuten im Wasser, kann noch eine halbe Stunde paddeln gehen und habe es 5 Minuten später auch wieder auf dem Auto. Wenn ich nun wirklich vorhabe, längere Touren zu paddeln, die über 3-4 Stunden hinausgehen, vielleicht einen Tag, vielleicht auch mal 2 Tage, dann kommen diese Faltboote zumindest von ihrer Leistungsfähigkeit irgendwann ihre Grenzen. Denn der Kraftaufwand, diese Boote zu paddeln, ist deutlich größer. Zum einen, weil sie eben weicher sind und es geht Energie verloren. Zum anderen aber auch, weil sie deutlich voluminöser sein müssen, um den Auftrieb zu gewährleisten. Und damit ist einfach der Widerstand größer beim Paddeln. Also wer vorhat, wirklich längere Touren eines Tages zu paddeln, der sollte ein Auge haben auf feste Boote. Aber da haben wir natürlich das Platzproblem bei den Fahrzeugen. Wo kriege ich das unter? Und da gibt es mittlerweile ganz interessante Zwischenlösungen. Die nennen sich Origami-Kajaks oder Packyaks. Das sind feste Boote, die aber irgendwie doch auseinandergenommen werden können. Das Origami-Kajak zum Beispiel, da gibt es mittlerweile 2 oder 3 Hersteller von. Da falte ich wie so ein Stück Origami-Kunst dieses Boot zusammen. Das funktioniert recht gut und die Boote paddeln sich nahezu wie ein echtes Festrumpf-Kajak. Das Packmaß von diesen Booten ist schon etwas sperriger, weil sie eben nicht mehr zusammenknautschbar sind, sondern irgendwo auf vielleicht 1 Meter Bootslänge zusammengefaltet werden müssen. Das Packyak wird im Prinzip einfach in mehrere Teile auseinandergeschraubt und dann ineinander gesteckt. Auch das ist eine Möglichkeit. So kriegt man diese Boote zumindest schon mal quer aufs Fahrzeug. Interessant bei beispielsweise Pickups,
die das vorne noch vor der Kabine oder vor dem Dachzelt quer aufs Fahrzeug platzieren können. Das funktioniert schon ganz gut. Die Aufbauzeit, das wechselt natürlich ganz stark von den Konstruktionen, liegt so zwischen 5 Minuten und 15 Minuten. Aber man sollte sich natürlich bewusst sein, dass gerade bei diesen Origami-Techniken immer Kunststoff gefaltet wird, da sind Gelenke drin, das hält natürlich nicht ewig. Das sieht auch bei Schlauchbooten so aus, aber die kann man vergleichsweise leicht reparieren. So, und dann haben wir jetzt noch den Sprung von diesen Faltkonstruktionen hin zu vollwertigen, kompletten Booten. Aber dafür brauche ich den Platz auf dem Dach. Ich brauche also mindestens einen langen Kastenwagen oder ein Pickup mit einer Aufstelldachkabine, die auch wirklich was trägt, wenn ich das Dach aufstellen kann. Oder eben der große LKW mit der Wohnkabine. Da finden natürlich Festrumpfboote bequem ihren Platz. Hier zum Beispiel, das ist ein Starlight von Lettmann. Der ist etwas über 4 Meter. Der passt wie die Faust aufs Auge auf das Dach von Knut und ist auch so leicht, dass ich ihn ganz entspannt als eine Person abladen und wieder aufladen kann. Das funktioniert sehr gut und genau das sollte man auch bedenken. Wie kriege ich dieses Boot überhaupt aufs Auto und wieder runter? Das muss auch funktionieren, das muss auch bei Wind funktionieren. Hat man einmal in so einem Boot gesessen, erkennt man auch sehr schnell den großen Vorteil, den diese Boote bieten, denn sie sind einfach sehr steif und ich kann damit sehr gut lange Strecken paddeln. Mit so einem Boot, mal als Orientierung, schaffe ich im Durchschnitt etwas höhere Geschwindigkeiten als ein Fußgänger, so 5 km/h, manchmal sind auch 6 Stundenkilometer möglich, gegen den Wind wird es natürlich ein bisschen weniger, aber das Boot gleitet wirklich sehr gut durchs Wasser und damit kann ich viel entspannter längere Strecken paddeln, also mal eben 3-4 Stunden paddeln am Stück, ist überhaupt kein Problem, wenn das mit einem Luftboot durchaus auch irgendwann schon mal anstrengend wird. Es gibt verschiedene Herstellungsweisen von Festrumpf-Kajaks. Das eine ist Polyethylen. Da werden die Boote in einer Form rotiert oder aus Schläuchen gezogen. Das ist ein sehr robuster Werkstoff. Das ist ganz praktisch, wenn man mit dem Auto durchs Gelände fährt oder auch gerne mit dem Boot am Ende im Wildwasser unterwegs ist, weil es sehr viel weniger anfällig ist gegenüber Steinschlägen unter Wasser, Grundberührung, wenn man das irgendwo ins Wasser packt. Da können die Boote deutlich mehr ab. Sind aber auch entsprechend schwerer und das ist natürlich wieder ein entscheidendes Kriterium, wenn ich es auf dem Autodach transportieren will. Was aber auch entscheidend ist, Polyethylenboote sind günstiger in der Herstellung und damit natürlich auch günstiger in der Anschaffung. Eine andere Bauweise, wie sie jetzt zum Beispiel hier bei dem Lettmann der Fall ist, das sind Kompositboote, sprich sie bestehen aus Glasfasergelegen. Hier in diesem Fall ist es Carbon und Kevlar, deswegen wiegt das Boot auch nur knappe 15 Kilogramm. Das macht sie sehr, sehr steif und damit auch sehr schnell auf dem Wasser, aber auch sehr schnell das Portemonnaie leer, denn das kostet natürlich deutlich mehr Geld als ein Polyethylenboot. Und sie sind deutlich empfindlicher, was Stoßbelastung angeht. Also gerade hier in den Scheren muss man zum Beispiel aufpassen, dass man nicht einen Unterwasserfelsen rammt und sich da vorne ein Loch ins Boot rammt. Das ist noch nicht so problematisch, wenn man in einem Einer-Kajak unterwegs ist, der ja vergleichsweise leicht ist und eher zur Seite dreht, wenn man irgendwo eine Grundberührung hat. Aber wenn man das Boot dann vollpackt, hier zum Beispiel ist ja auch ein Stauraum noch hinten drin und vorne ist auch noch ein Stauraum drin, man also wirklich zu einer kleineren Wandertour aufbricht, was ja der Reiz an dieser Sache ist, jetzt hier wirklich mal 2-3 Tage das Auto stehen lassen und die Natur zu erkunden mit einem Zelt dabei, dann muss man schon sehr viel sorgfältiger mit diesem Boot umgehen als mit einem Polyethylenboot. So viel aber mal zu den Bootstypen an sich. Was muss ich aber noch dabei haben? Denn es reicht ja nicht nur mit dem Boot loszufahren, sondern ich brauche natürlich auch noch ein Paddel. Fahre ich mit einem offenen Kanadier, dann brauche ich natürlich mindestens ein, besser 2 Stechpaddeln. Dann brauche ich aber auf jeden Fall noch jemanden, der mitpaddelt. Und wenn ich mit einem Kajak unterwegs bin, also einem geschlossenen Boot, dann brauche ich ein Doppelpaddel. Die sehen dann so aus. An dieser Stelle kann ich nur empfehlen, sich was Gutes zu kaufen, denn zum einen ist es das Lenkrad und zum zweiten ist es auch der Motor. Denn auch hier gilt dasselbe wie fürs Boot. Wenn ihr was Wabbeliges habt, was einfach ist, wo die Blätter nachbiegen, wenn ihr sie ins Wasser stecht,
dann verschwendete Energie. Und eure Energie habt ihr nur in begrenzter Form. Deshalb hier ein gutes Paddel kaufen. Ich hatte jetzt hier das Glück, dass ich ein Carbon-Paddel mal mit dabei haben durfte. Jetzt bin ich wahrscheinlich erstmal selber endgültig versaut. Das merkt man aber deutlich, weil man viel entspannter paddeln kann, viel weniger Energie braucht, um das Boot vorwärts zu bewegen. Und damit sind eben wieder auch längere Touren möglich oder einfach die abendliche Runde in größerer Entspanntheit. Also ein Paddel brauche ich auf jeden Fall. Bei einem geschlossenen Boot, einem Kajak, kommt dann eben noch diese Spritzdecke dazu, die letztendlich beim Paddeln diesen Sitzbereich abdeckt, dass da überkommendes Wasser nicht ins Boot schwappt, denn ich kann es ja nicht während der Fahrt wieder rausbekommen. Außerdem werde ich auch nass. Und dementsprechend gilt hier dem unteren Bereich, da bin ich trocken, also brauche ich im oberen Bereich zumindest noch eine wasserfeste Jacke, bei dem Wetter natürlich nicht, aber ich sollte immer was Winddichtes und Wasserdichtes mit dabei haben, dass ich mir das entsprechend überziehen kann, denn gerade im Frühjahr und später auch im Herbst ist das Wasser kühl und das kühlt einen aus, denn man sitzt ja im Prinzip die ganze Zeit auf Wasserhöhe. Dann brauche ich noch eine Rettungsweste bzw. eine Schwimmweste. Da gibt es Unterschiede. Die meisten Kanuten nutzen sogenannte Auftriebshilfen mit 50 Newton Auftrieb. Das sind Feststoffwesten, die dafür sorgen, dass ich mit meiner Badebekleidung an der Oberfläche treibe. Sie sind aber nicht ohnmachtssicher. Und wenn ich im Herbst dickere Kleidung anhabe, dann kann es auch schon schwierig werden, dass sie mich überhaupt an der Oberfläche hält. Eine andere Möglichkeit sind sogenannte Automatikwesten. Die sehen so aus. Die haben zwischen 150 und 275 Newton Auftrieb. Die lösen entweder automatisch aus bei Wasserkontakt oder ich nehme diese Auslösepatrone raus und regel das mit einem Seilzug per Hand. 275 Newton brauche ich nicht, weil ich selten mit so viel Kleidung paddeln werde. Aber 150 Newton sorgen dafür, dass ich ohnmachtssicher im Wasser schwimme. Das heißt, sie drehen meinen Kopf in eine aufrechte Lage. Und das ist vielleicht nicht uninteressant. Und zum anderen sind sie im Vergleich zu einer Feststoffweste auch deutlich schlanker beim Tragen. Und dann, das gilt fürs Fahrzeugreisen genauso wie fürs Paddeln. Ich muss irgendwie navigieren können. Dafür genügt mir in aller Regel mein Mobiltelefon mit einer passenden Karten-App, je nachdem, wie komplex das Gewässer ist, mit der Landkarte und ich weiß, wo ich wieder zurück zum Auto finde oder tatsächlich mit Seekarten. Dafür gibt es passende Apps, eine Powerbank dazu und dann komme ich damit eigentlich entspannt 1 bis 3 Tage durchs Wasser und weiß immer, wo ich bin. Ein Backup-Gerät natürlich nicht verkehrt, wenn ihr zu zweit paddelt, im zweiten Boot dasselbe nochmal. Ja, und zu guter Letzt, wenn ihr wirklich Einsteiger seid und sagt, Mensch, ich würde das gerne mal ausprobieren, gibt es noch so ein paar Punkte, die ihr beachten solltet, wenn ihr mit dem Thema Wasser und Paddeln noch nicht so vertraut seid. Das sind die Gezeiten und die Strömung, die Wetterlage an sich, die Wassertemperatur und der Wind. Das solltet ihr immer im Auge behalten und auch nicht unterschätzen. Es sei denn, ihr seid irgendwo auf einem kleinen See unterwegs, wo ihr das andere Ufer problemlos erreichen könnt. Wind ist für uns beim Paddeln im Prinzip der Feind, es sei denn, er kommt von hinten und treibt mich in die Richtung, wo ich hin will. Diese Boote vertreiben auf dem Wasser sehr schnell. Das heißt, wenn Wind ist und ich in Windrichtung paddeln muss und ich aufhöre zu paddeln, dann dauert das nicht lange und ich werde wieder zurückgetrieben. Als Faustregel würde ich jetzt erstmal sagen, als Einsteiger paddelt ihr nicht mehr, wenn ihr schon Schaumkronen auf dem Wasser seht. Das ist dann etwa Windstärke 4. Da werdet ihr es in aller Regel erstmal nicht schaffen, gegen anzupaddeln. Ideal und am meisten Spaß macht es sowieso jetzt quasi bei Windstille. Das ist meistens morgens der Fall oder abends vor Sonnenuntergang. Das ist eigentlich auch die schönste Zeit zum Paddeln, denn gerade im Sommer habt ihr starke Sonneneinstrahlung. Das solltet ihr auch nicht vergessen. Insofern in den Abendstunden die ersten Runden zu drehen, ist vielleicht gar keine so schlechte Idee. Strömung und Gezeiten ist gerade in Flüssen und in Küstenregionen nicht zu unterschätzen. Ihr habt eigentlich keine Chance, gegen große Strömung anzupaddeln. Wenn ihr überlegt, ihr schafft vielleicht 4 bis 6 Stundenkilometer zu paddeln. Das ist eine Strömung, die die Elbe zum Beispiel ganz entspannt
an der Flussmündung hat oder auch weiter flussaufwärts. Das nur mal so als Relation. Da werdet ihr es kaum schaffen, stromaufwärts zu paddeln, sondern müsst eigentlich immer nur stromabwärts paddeln. Und die Gezeiten an der Küste, die können deutlich extremer werden. Es gibt Regionen, die tolle Paddelregionen sind. Ich denke da zum Beispiel an Vancouver Island. Da haben wir Tidenhübe von 10 bis 14 Meter, dementsprechend extreme Strömung. Also macht euch da auf jeden Fall schlau. Das sind keine Anfängerreviere. Und wenn ihr noch nicht wisst, wie ihr das erkennen könnt mit der Strömung, schaut einfach mal auf dem Wasser, zum Beispiel an Seezeichen, die da auf dem Wasser sind. Sind die in irgendeine Richtung geneigt? Sieht man dahinter Stromverwirbelung? Dann könnt ihr ganz gut abschätzen, ob da Strömung im Gewässer ist oder nicht. Das kann sich auch im Revier immer wieder ändern. Natürlich bei Gezeiten sowieso im permanenten Wechsel. Aber auch Strömung an Seen, an Seeausflüssen kann sich ändern. Habt da also immer ein Auge drauf, wenn ihr den Rückweg einplant. Die Wetterlage an sich solltet ihr natürlich im Auge behalten, je nachdem, wie lange ihr plant, unterwegs zu sein. Plant aber immer mal nochmal einen Notstopp ein oder einfach eine Pause. Und da müsst ihr natürlich sicher sein, dass da nicht irgendwo eine Regenwolke oder ein Gewitter kommt, der eben auch die Wetterverhältnisse und vor allem die Windverhältnisse ändert. Und dann noch eine Empfehlung von mir zum Schluss. Wenn ihr lospaddelt, hinterlasst ruhig einen Zettel am Auto, wo ihr seid. Ich würde vielleicht auch den Autoschlüssel nicht unbedingt mitnehmen, denn sollte es passieren, dass ihr kentert, dann ist der Schlüssel eventuell weg. Gerade bei den modernen elektronischen Schlüsseln ist das ein Problem. Lasst ihn also vielleicht lieber eher am Fahrzeug und versteckt ihn da. Es gibt passende Schlüsselsafes. Dann habt ihr den auf jeden Fall hier, wenn ihr auch zum Beispiel die Tour abbrechen müsst und auf den Landweg zurückkommt, das Kanu irgendwo zurücklassen muss, dann wisst ihr, ihr kommt auf jeden Fall immer wieder ins Auto zurück. Und abschließend will ich diese Runde nochmal mit dem Thema Sicherheit. Wenn ihr unsicher seid mit dem ganzen Gepaddel, nutzt die Gelegenheit, macht einen Schnupperkurs und probiert an einem sonnigen Tag auch aus, wie es ist, in so ein Boot im Wasser einzusteigen und im Wasser auszusteigen, wenn ihr kentert. Das ist bei geschlossenen Kajaks nicht ganz trivial und sollte man mal geübt haben. Es gibt auch Techniken, in dieses Boot wieder einzusteigen auf dem Wasser. Übt das, dann habt ihr ein sicheres Gefühl und werdet euch Stück für Stück vorarbeiten. Ich kann nur sagen, es macht großartig viel Spaß, sowas dabei zu haben. Auf dieser Reise, die ich jetzt unterwegs war, war ich, glaube ich, jeden zweiten Tag mindestens 2 Stunden paddeln und habe viel mehr von dem Land entdeckt. Denn in Finnland sieht man so viel mehr vom Wasser als von Land aus.